Willkommen zurück. Weiter geht es mit bedingten Anweisungen. Neue Überschrift. Die bedingten Anweisungen werden auch Conditionals genannt. Diese bedingten Anweisungen können wir für uns nutzen. Wir machen das jetzt an einem Beispiel mit Temperatur. Dafür geben wir eine neue Variable an, nämlich temp gleich 20. Um so eine bedingte Anweisung zu stellen, brauchen wir if. Also würden wir sagen, if temp größer als 15, ein Doppelpunkt und Achtung, hier wieder bei Enter kommt wieder diese Einrückung für die bedingte Anweisung. Dann soll print ausgeführt werden, und zwar es ist warm. Führen wir diese Anweisung einmal aus. Und wir bekommen es ist warm zurück. Du kannst mal ausprobieren, was passiert, wenn du die 20 wegnimmst und stattdessen 10 angibst. Ich mache das auch mal. Ich gehe zurück in diese Zelle und definiere temp mit 10 und ich sehe, jetzt passiert nichts mehr. Ich kann aber eine weitere Bedingung stellen, damit etwas passiert, wenn diese if-Clause eben nicht zutrifft. Dafür kopiere ich mir nochmal diese Zeile und packe sie in die nächste Zelle. Was ich jetzt nach diesem if-Statement machen kann, ist ein else dazugeben. Achtung, hier kommt wieder die Einrückung und um else einzuleiten, gehe ich nochmal zurück an den Anfang. Hier schreibe ich jetzt else, Doppelpunkt, Enter, print, es ist kalt. Das heißt, wenn diese Bedingung hier nicht erfüllt wird, dann wird das ausgeführt, was bei else steht. Machen wir das einmal. Ich führe das aus und bekomme zurück, es ist kalt. Wenn ich temp hier nochmal ändere in 20, dann bekomme ich wieder zurück, es ist warm. Neben if und else kann ich auch elif benutzen für else if. Beispiel, ich kopiere mir diese Zelle nochmal nach unten und dieses Mal geben wir an, if temp größer als 25, print es ist heiß. Dazwischen setzen wir noch ein elif, also ein else if. Temp größer gleich 15, dann print es ist warm und das else mit print es ist kalt lassen wir so stehen. Ich mache hier mal noch ein größer gleich daraus. Spielen wir das Ganze mal durch. Versuchen wir das mal mit temp gleich 25. Dabei wird die erste Bedingung erfüllt, deswegen bekomme ich zurück, es ist heiß. Wenn ich temp 15 angebe, bekomme ich zurück, es ist warm, denn diese Bedingung trifft zu. Und mit temp 14 zum Beispiel, bekomme ich zurück, es ist kalt. Was hier noch wichtig werden kann, ist die Reihenfolge. Nehmen wir an, wir haben hier temp 25 und ich würde zuerst 15 angeben oder 20 und sagen, es ist warm und hier erst 25, es ist heiß. Dann bekomme ich zurück, es ist warm. Denn die erste Bedingung wird bereits erfüllt und dann geht diese Bedingung gar nicht mehr weiter die Möglichkeiten durch. Deswegen
auf die Reihenfolge achten. Das war's mit unseren Python-Grundlagen und Basics. Im nächsten Video geht es dann weiter mit der Python-Library Pandas, mit der wir tabellarische Daten bearbeiten können.